Heute einiges zum Thema digitale Handbücher. Willkommen zur vierten Folge von Frag Think Big. Was machen wir bei Frag Think Big? Wir beantworten nochmal Fragen, die in den letzten Wochen bei uns eingetrudelt sind, um sie nochmal für alle zu beantworten, weil wir denken, das könnte einige von euch interessieren. Die Anfrage, die ich heute behandeln möchte, kommt von Nathalie, mit der hatte ich letzte Woche telefoniert. Und die arbeitet in einem Projekt, die wollen ein Handbuch digitalisieren und kostenlos bereitstellen, um anderen Schülern Wissen zu vermitteln, wie man das Leben an der Schule aktiv mitgestalten kann. Und sie bräuchten dort noch ein geeignetes Tool, arbeiten gerade mit WordPress, finden es aber jetzt fürs Handbuch nicht so geeignet. Also WordPress als Ausgangsplattform, als Homepage ist schon mal prima, da spricht überhaupt gar nichts gegen, da zu starten. Es gibt zwei Punkte, über die ich mir Gedanken machen würde. Das ist zum einen die Darstellung des Handbuchs. Was ich nicht so schön finde, sind Handbücher als PDF, wenn man sie in digitalisierter Form hat. Weil PDFs haben ein paar Nachteile, wie ich finde. Und zwar sind sie schwierig darstellbar auf mobilen Endgeräten. Wenn ihr das kennt, ihr habt schon mal versucht, eine PDF auf eurem Smartphone zu lesen, ziemlich nervtötend kann das Ganze sein. Aufziehen, das kleiner machen, ranzoomen, runterscrollen, das ist alles irgendwie nicht so benutzerfreundlich. Und das Ganze ist auch noch schwierig kommentierbar von anderen Nutzern, das heißt, es gibt keine digitalen Rückkanäle, über die ich mich beteiligen kann. Eine gute Plattform, die ich finde, um so etwas zu veröffentlichen, ist die Plattform GitHub und die zeige ich euch jetzt mal. GitHub ist in erster Linie eine Plattform für Programmierer und Entwickler, wo ja, Programmierer, Entwickler ihre Dateien ablegen können, andere können sie sich wieder runterladen, können reinschauen und das Ganze mit- und weiterentwickeln. Die Mädels und Jungs von Jugendhakt haben vor ein paar Monaten ein sehr tolles Handbuch rausgebracht. Wie wir sehen, kommt man von der Homepage auf dieses Handbuch und haben das Ganze über GitHub veröffentlicht. So bin ich überhaupt erst darauf aufmerksam geworden. GitHub, wie gesagt, ist eine Plattform für Programmierer und Entwickler, aber es lassen sich halt auch andere, also sämtliche Dateien hochladen und somit halt auch andere Projekte ablegbar machen. Ja, das eigentliche Handbuch und der Grund, warum ich das Ganze so schön finde für Handbücher, ist die GitHub Page. Und wie ihr seht, kann man dieses Handbuch total schön grafisch auch gestalten. Wir haben hier auf der linken Seite einen Überblick über alle Kapitel, können diese halt auch anklicken und genau, es wird im Browser automatisch hingescrollt. Hier oben auf der rechten Seite haben wir drei Buttons. Hier können wir noch mal ganz nach oben scrollen. Wir können uns das Ganze als PDF downloaden und können uns das Ganze noch mal auf GitHub anschauen, das komplette Projekt. Dieses GitHub-Projekt ist im Grunde genommen das Herz des Handbuchs. Das heißt, hier liegen die eigentlichen Dateien des Projekts. Wie ihr seht, sind diese öffentlich zugänglich. Das kann man sich alles über Clone or Download als ZIP runterladen und hat dann die kompletten Dateien des Handbuchs auf seinem Laptop und kann das weiterentwickeln. Und über die Darstellung der GitHub Page ist es natürlich super darstellbar auf mobilen Endgeräten. Passt sich jedem Smartphone, jedem Tablet an und finde ich eine sehr schöne Darstellungsform für so ein Handbuch. Ein zweiter Punkt, über den ich nachdenken würde, wenn ich sowas veröffentliche, ist dieser digitale Grundgedanke dahinter. Das heißt, ihr habt das ganze Wissen und habt das Projekt und lasst viel Arbeit reinfließen, aber es gibt halt auch im deutschsprachigen Raum ganz viele Schüler sicherlich, die auch super Wissen darüber haben, wie man Schule aktiv mitgestalten kann und vielleicht auch Ideen haben, sich dort einzubringen. Deswegen würde ich an eurer Stelle über Rückkanäle nachdenken, damit sich so Leute beteiligen können, um das Ganze weiterzuentwickeln, um das Handbuch zu kommentieren. Das heißt, ich würde über Foren oder Kommentarspalten nachdenken auf der WordPress-Seite und eben genau das Ganze als GitHub-Projekt
hochladen, sodass andere Leute das für ihre Bedürfnisse anpassen können oder weiter mit euch weiterentwickeln können. Und das Ganze stellt ihr natürlich unter eine Creative Commons Lizenz, damit es auch andere verwenden können und weiterentwickeln können. Was eine Creative Commons Lizenz ist, haben wir schon mal in einem Videochat erklärt. Es gibt auch zahlreiche Artikel dazu. Ich verlinke einfach auf entsprechende Artikel unter diesem Video. Das war die vierte Folge von Frag den Big. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, lasst mir doch einen Kommentar da unter dem Video. Ansonsten findet ihr alle Links auch nochmal hier unten. Falls ihr selbst Fragen habt zu eurem Projekt oder euren angehenden Projekten, scheut euch nicht, kontaktiert uns unter der E-Mail-Adresse digital@think-big.org oder unter der eingeblendeten Handynummer könnt ihr uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Ich wünsche euch alles Gute, habt einen schönen Tag, macht's gut, tschüss! Thank you.